Die ganze Welt feiert aktuell dieses Lied. Der Dark-Pop-Song Unholy von Sam Smith. Nummer 1 der amerikanischen Billboard-Charts. Ein großer Moment, aber nicht nur für Sam Smith. An seiner Seite diese Blondine. Kim Petras, eine gebürtige Kölnerin. Im Sommer dieses Jahres droppen Kim und Sam ein Snippet der neuen Single und der kurze Ausschnitt geht viral. Ende September wird der Song released und geht durch die Decke. Für 1,3 Millionen TikTok-Videos als Hintergrundsound verwendet, Platz 4 in Deutschland und seit letzter Woche auch an der Spitze der US-Charts. Ebenso in Kanada, Australien und Großbritannien. Kim Petras, eine Frau mit einer ungewöhnlichen Erfolgsstory, die in dieser Stadt beginnt, in Köln. Denn die heute 30-Jährige kommt aus Deutschland. Sie beginnt früh mit der Musik, schreibt eigene Songs, covert berühmte Künstler und versucht ihr Glück bei Plattenlabels. Ohne Erfolg, denn ihr Musikstil sei zu amerikanisch. Deswegen zieht die damals 19-Jährige kurzerhand nach L.A., um als Singer und Songwriter durchzustarten. 2017 dann der Durchbruch mit I Don't Want It At All. Schnell ist sie mit Promis wie Paris Hilton auf Du und Du, war diesen Montag erst bei Heidi Klums Halloween Party und wird als neue Lady Gaga gefeiert. Trotz erfolgreicher Hits und ihrem Debütalbum verrät sie 2019: Auf den Moment warte ich immer noch, dass ich mich so fühle, als hätte ich es geschafft. 3 Jahre später steht sie mit Sam Smith an der Spitze der Charts. Kim Petras ist überwältigt. Nummer 1, ich bin so dankbar. Das gelang zuletzt DJ Felix Jähn 2015. Ein Geniestreich, der nicht einmal Superstars wie Nena, den Scorpions oder Rammstein gelingt. Schon als Teenager erlangt Kim weltweiten Ruhm, allerdings aus ganz anderen Gründen. Denn die Sängerin hieß früher Tim, wird als Junge geboren und beginnt schon mit 12 Jahren eine Hormontherapie. Mit 16 Jahren lässt sie sich operieren und war damit die jüngste Transsexuelle mit einer geschlechtsangleichenden Operation. Ihre Eltern haben sie dabei immer unterstützt, doch im Business stößt sie oft auf Widerstand. Es war schwer, Verträge oder so abzuschließen manchmal. Also mir hat eine Frau in einer hohen Position bei einem Label hat mich gefragt, ob ich transsexuell bin, weil es gerade trendy ist. Doch Kim lässt sich nicht unterkriegen, zum Glück. Denn die Sängerin schreibt Musikgeschichte. Sie ist die erste transsexuelle Person, die in den US-Charts an der Spitze steht. Ein großer Schritt, nicht nur für sie, sondern auch für die gesamte LGBTQIA+-Community. Und wir sind sicher, von Kim werden wir in den nächsten Jahren noch einiges hören.